Ist ein Tier zu klein für den Fischmarkt, landet es zwar wieder im Wasser, ist aber längst erstickt. Meereskrabben wie die Seespinne werden als unerwünschter Beifang zertreten. So ein Hund. Herzlich willkommen in diesem Video. Es geht wie immer um Tierrechte, Animal Rights und diesmal um die Rechte von Lebewesen, die oft nicht beachtet werden. Ja, viele zu Recht sprechen, das heißt viele, ich würde mir wünschen, es würden mehr Leute sein, viele Tierrechtsaktivisten sprechen über die Rechte von Kühen, Schweinen und deren Behandlung, die absolut nicht in Ordnung ist, so wie ich auch in den letzten beiden Videos gemacht habe. Umso mehr bin ich dankbar für das Video von Soko Tierschutz, das ich hier zeigen möchte, auf das ich reagieren möchte. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden es zusammen uns angucken und ich werde wie immer an den geeigneten Stellen anhalten und euch meine Sicht der Dinge präsentieren und vielleicht noch einige Infos dazu tun, wenn mir welche einfallen. Und ich bin so dankbar, dass Soko Tierschutz das gemacht hat, denn diese Lebewesen werden oft vergessen. Natürlich, vegan lebende Menschen essen keine Meereslebewesen, aber trotzdem verlieren viele diese Lebewesen aus dem Auge und reden mehr über Landlebewesen, was, ja, ich will nicht sagen verständlich ist, aber nachvollziehbar ist, weil Säugetiere uns näher sind und vielleicht deren Emotionen leichter wahrzunehmen sind, aber Tiere, die im Meer leben, wie Fische, Wale, Haie, Schildkröten, Robben etc., die leben genauso, die haben genauso ein Recht zu leben wie wir, fühlen genauso Schmerzen wie wir, vielleicht sogar noch mehr, wer weiß das schon, die haben Sinnesorgane, die wir gar nicht besitzen, also was maßen wir uns an zu denken, dass sie keinen Schmerz weniger oder anders fühlen, selbst wenn es anders ist, ja, es wird wahrscheinlich anders sein, aber nur weil jemand anders fühlt, heißt es ja nicht, dass man dieses Lebewesen komplett schlecht behandelt und ihm das Leben nimmt. Also, wir fangen das Video an und wie gesagt, ich halte an den geeigneten Stellen an. Viel Glück. Direkt vor unserer Haustür. Das Massensterben auf hübschen kleinen Kuttern auf der Nordsee. Die Küste des Ärmelkanals. Politik und manche Umweltorganisationen behaupten, hier würde nachhaltig mit kleinen Booten gefischt. Also es geht um Fischfang in der EU. Das ist jetzt nicht Südostasien oder China oder sonst wo. Europa bzw. EU. Zu kleine und zu junge Fische würden gerettet und ins Meer zurückgeworfen. Aber ist diese Fischerei besser als die auf den Fabrikschiffen Asiens? Die stehen mit den verdammten Schuhen auf diesen Fischen drauf. Soko Tierschutz war undercover auf kleinen Trawlern und wurde Zeuge vom qualvollen Sterben und massenhaften Tod der zu kleinen und zu jungen Fische. Tausende von Haien ersticken quälend langsam. Rochen und Seezungen werden bei vollem Bewusstsein aufgeschlitzt. Und viele Meerestiere einfach zertrampelt. Was für ein Mensch muss man sein, um das zu tun? Und was für ein Mensch muss man sein, um dafür zu bezahlen? Mit jedem Mal, wenn ihr euch im Supermarkt oder beim Fischrestaurant Fische kauft, Krabben, Krebse, Garnelen etc., bezahlt ihr genau dafür. Nicht nur ist der Fischfang unheimlich schlecht reguliert und niemand weiß genau, was auf allen Schiffen der Weltmeere passiert, aber selbst wenn man mal eine Kamera auf die Schiffe leuchtet, auf denen man es beobachten kann, wie dieses jetzt hier, sieht man, dass es einfach nur der Horror ohne Ende ist. Es ist mindestens genauso schlimm wie das, was in Schlachthäusern passiert, nur auf dem Meer, unter Deck, wo es niemand sieht. Stellt euch mal vor, ihr werdet bei lebendigem Leibe aufgeschlitzt. Und jetzt gucken wahrscheinlich viele zu, die sowieso noch das Märchen von glücklichen Tieren glauben und vielleicht nur beim Bauen um die Ecke kaufen und glauben, ah, in Deutschland, die Tiere, die werden vorher betäubt und alles ist gut. Jedes Mal, wenn ihr Fische kauft, bezahlt ihr dafür. Selbst wenn diese Tiere betäubt werden würden, wäre es trotzdem keine Rechtfertigung, ihnen dieses Leid oder ihnen das Leben zu nehmen, dieses Leid anzutun oder dieses Leben zu nehmen. Aber denkt mal an die ganzen Tiere, die jetzt hier zertreten werden.
Das sind noch nicht mal die, die gefangen werden sollen. Die sind einfach, die sind zufällig mit im Netz gewesen. Und wir reden noch nicht mal von den Schäden ökologischer Art durch riesige Schleppnetze, die durch den Ozean gezogen werden. Wir reden hier von Opferzahlen, die man nur noch in Tonnen angeben kann. Ich glaube, von 2016 war es eine Zahl, die ich im Kopf habe. Da waren es rund 180 Millionen Tonnen Meereslebewesen, die aus dem Ozean gehoben wurden. 180 Millionen Tonnen. Und nur der Himmel weiß, wie viel sogenannter Beifang dabei entstanden ist. Das heißt, Tiere wie Fische, also andere Fische, die man nicht eigentlich fangen wollte, Delfine, Wale, Schildkröten, Haie, Meeresvögel und so weiter, die alle mit im Netz elendig verrecken, dass man einfach in Kauf nimmt, weil man Thunfische oder Lachse oder Makrelen oder sonst welche Tiere fangen möchte. Schätzungen gehen davon aus, dass es sich hier um mehrere Billionen Individuen handelt. Eine Billion sind 1000 Milliarden, das ist ein 1 mit 12 Nullen. Und davon nicht nur eine, sondern mehrere Billionen Lebewesen, die grundlos gequält und ermordet werden. Die erstochen, aufgeschlitzt, zerdrückt werden, ersticken, zertrampelt werden. Fuck, ey. Fuck. Ist ein Tier zu klein für den Fischmarkt, landet es zwar wieder im Wasser, ist aber längst erstickt. Meereskrabben wie die Seespinne werden als unerwünschter Beifang zertreten und ins Meer zurückgeworfen. Dieser kleine Trawler von knapp 15 Metern Länge tötet mit jeder Fahrt zigtausende Tiere. Fuck, ey. Gott im Himmel. Dieser kleine Hai kämpft um sein Leben, versucht ins Wasser zu entkommen. Ich habe so keinen Bock mehr, mir die Scheiße anzugucken. Könnt ihr nicht einfach vegan werden, Leute? Was haben euch denn diese Tiere getan? Was hat euch dieser Hai getan? Auch wenn ihr nicht für die Qual von diesem Hai direkt bezahlt, finanziert ihr es trotzdem, weil ihr Thunfische, Makrelen, Lachse, Krebse und alles mögliche kauft. Er schafft es nicht. Zu ersticken ist eine menschliche Urangst. Diese Tiere erleben es tagtäglich zu Hunderttausenden. Sie kämpfen um ihr Leben und sind stumme Zeugen eines Schicksals, das die Fischerei... Nur weil die anders aussehen als Säugetiere, nur weil die keine Mimik haben und ihr deren Schreie nicht hört, heißt das nicht, dass sie weniger leiden. Lasst die Fische in Ruhe, lasst sie im Wasser. Und an alle Angler unter euch, lasst die Fische in Ruhe. Fische spüren Schmerzen, sie wollen nicht sterben und wollen nicht als Trophäe in die Kamera gehalten werden. Ihr seid nicht männlich, ihr seid nicht cool, wenn ihr ein fühlendes Lebewesen, was wehrlos und hilflos ist, aus dem Wasser zieht und ein Foto damit macht. Ob ihr den Fisch danach zurückwerft oder tötet, ist beides unethisch. Nicht, das Zurückwerfen ist unethisch, aber einen Fisch zu fangen, um mit ihm zu posieren, nur um ein beschissenes Foto zu machen, ist unethisch. Genauso wie diesen Fisch zu töten und zu essen, obwohl ihr auch einfach vegane Sachen essen könnt. Drei Branchen nur in Milliarden Tonnen beschreibt. Es sind aber Lebewesen, Individuen. Rochen, Tintenfisch, Seezunge. Tintenfische oder diese Art von Lebewesen sind mit die intelligentesten, die es tatsächlich auf der Erde gibt. Nicht, dass Intelligenz ein Marker dafür wäre, wie man behandelt werden sollte. Kein Tier wird betäubt. Ich hoffe einfach, also ich habe so eine tiefe Hoffnung, die mich am Leben hält tatsächlich, dass es sowas wie Karma gibt und sowas wie
Gerechtigkeit, dass all die Menschen, die diese grauen Taten verursachen, diese Menschen, die ihr gerade da gesehen habt, mir ist völlig egal, was sie für Hintergründe haben, wie die behandelt wurden als Kind oder wie viel Geld die verdienen oder nicht. Dieses Verhalten ist nicht akzeptabel und nicht zu rechtfertigen, mit nichts. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass die Gerechtigkeit irgendwann zuschlägt und diese Menschen, ich darf es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Also das Einzige, was mich tatsächlich noch am Leben hält in dieser schrecklichen Welt, ist der Gedanke, dass Gottes Mühlen, wie man so schön sagt, tatsächlich langsam mahlen und die jetzt noch davongekommen sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwann seine Rechnung bekommt, früher oder später. Der eine bekommt sie noch, während er diese menschliche Erfahrung hier hat, in Form von irgendwelchen Krankheiten oder anderen Dingen, die ihm passieren. Und manche bekommen das vielleicht erst nach dem menschlichen Leben, in der nächsten Stufe dann. Aber irgendwann bekommst du die Rechnung. Du kannst nicht so mit anderen umgehen und ungeschoren davonkommen. Beziehungsweise, das sollte man nicht sagen, und ungestraft davonkommen. Und wenn du dich jetzt angeekelt fühlst von den Menschen, die dieses Verhalten an den Tag legen, die Fische bei lebendigem Leibe aufschlitzen, du bist dafür verantwortlich, wenn du Fische isst. Und du bist genauso dafür verantwortlich, dass andere Tiere aufgeschlitzt werden, wenn du nicht vegan lebst. Für jedes Stück Fleisch, jeden Käse, jede Milch und so weiter, passiert das natürlich nicht mit Fischen, sondern mit anderen Lebewesen in anderen Schlachthäusern, die nicht auf hoher See sind, sondern irgendwo an Land. Die Praktiken sind die gleichen. Sticken. Oder sie werden zerquetscht. Sie verenden an zerrissenen Organen oder werden bei vollem Bewusstsein geschlachtet. Diese Art der Fischerei sieht man gerne auf Postkarten. Der Fisch aus ihrem Fang landet auch bei uns im Handel. Fische fühlen, kommunizieren und leiden genauso wie wir. Richtig. Sie sind Individuen und wollen wie jedes Lebewesen überleben. Exakt. Hilf mit, denn Fische, Meere und unser blauer Planet haben nur eine Zukunft, wenn wir auf Fisch und Meeresfrüchte verzichten. Leute, was soll ich dem noch hinzufügen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Werdet vegan zum 17. Mal in diesem Video. Beteiligt euch nicht an dem Holocaust der Tiere. Und wer immer noch ein Problem mit dem Wort Holocaust hat, nach diesen Aufnahmen sollte es ja wohl ein für alle Male klar sein, dass es ein Holocaust ist, was mit den Tieren passiert. Denn fühlende Lebewesen so zu behandeln, kann man durchaus, wenn man sich die Zahlen anguckt, mit dem Wort Holocaust beschreiben. Diese Behandlung der Tiere kann man durchaus so bezeichnen. Ich bin raus. Abonniert trotzdem den Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt, sodass ich mich stärker für die Tiere einsetzen kann. Ich wünsche mir, dass jeder, der das Video sieht, sich auch für die Tiere einsetzt. Aber wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht so oft dazu kommt, vielleicht keine Videos machen könnt oder wollt, ihr könnt trotzdem was für die Tiere tun. Abonniert diesen Kanal, abonniert andere Kanäle wie von Joey Carbstrong, von Raffaella, aka die militante Veganerin, von That Vegan Teacher, Vegan Booty etc., wie sie alle heißen. Unterstützt diese Leute, sodass sie ihre Arbeit weitermachen können und lebt vegan. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuhören. Meereskrabben wie die Seespinne werden als unerwünschter Beifang zertreten. So ein Hurensohn. Und ins Meer zurückgeworfen.